will noch mal eine Thematik aufmachen, die mich in letzter Zeit, na, ich will jetzt nicht sagen, ankotzt. Aber mich regt es dann doch in einer gewissen Art und Weise schon auf, dass 16-Jährige mir etwas über das Leben bzw. über Freundschaften erzählen wollen. Also mir wird ja des Öfteren, nicht von vielen, aber von einigen immer mal wieder unterstellt, dass sich ja alle meine Freunde von mir distanzieren würden und ich mittlerweile ganz alleine unterwegs bin. Gewisse Freundschaften sind auseinandergegangen. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber einer meiner langjährigen Freunde beispielsweise, den ich kenne, seit ich 6 bin, mit dem habe ich auch keinen Kontakt mehr. Und man könnte natürlich jetzt mit dem Finger auf Onkel Mundi zeigen und sagen, jo, du hast dich so verändert, Geld hier, Geld da. Also ich gebe euch jetzt mal da explizit das Beispiel. Diese Freundschaft mit dem Kollegen ist auseinandergegangen, da ich in der Situation nicht der Idiot war, aber mich darauf eingelassen habe, eine größere Summe Geld zu verleihen. In dem Fall waren es 3.000 Euro. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr. 3.000 Euro, 3.500 Euro, die ich jemanden geliehen habe und sie nicht wiederbekommen habe. Ganz im Gegenteil, wo ich sogar an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich möchte das Geld nicht mehr haben. Scheiß drauf. Und mir dann gesagt worden ist, nee, ich zahle dir das auf jeden Fall. Ich verkaufe das und das jetzt gerade. Und wenn ich das und das verkauft habe, dann gebe ich dir das Geld zu 100% wieder, wo ich gesagt habe, nein, auf gar keinen Fall, brauchst mir das Geld nicht mehr geben, scheiß drauf. Nein, ich gebe dir das. Und dreimal dürft ihr raten, wer sich dann, als er das verkauft hat, um mir das Geld zu geben, sich nicht gemeldet hat und das Geld für Quatsch ausgegeben hat. Und natürlich beendet man dann in so einer Situation eine Freundschaft. Wenn es am Ende ist es so, Chat. Es spielt am Ende des Tages vielleicht eine Rolle, vielleicht aber auch nicht, das kann jeder für sich entscheiden. Ob es, wenn es um 10, 20 Euro geht, dann kann man vielleicht noch sagen, nach einer so langen Freundschaft, scheiß drauf. Aber am Ende spielt eigentlich, finde ich, die Summe keine Rolle, sondern das Zwischenmenschliche, der Respekt voreinander spielt eine Rolle. Und wenn du einem Kollegen 50 Euro leihst und der so tut, als wenn du es nicht nötig hast und er dir das nicht zurückbezahlt und das Thema totschweigt und nach mehrfachen darauf hinweisen, da irgendwie du disrespektiert wärst, dann passt das Zwischenmenschliche nicht. Also an erster Stelle in einer Freundschaft zählt doch Ehrlichkeit und Respekt. Und wenn das nicht gegeben ist, kann die Freundschaft auch nicht mehr bestehen, beziehungsweise wird bröckeln. Und dann spielt es keine Rolle, ob es 10, 20 oder 1.000 Euro sind. Mir wird vorgeworfen beispielsweise, was ist vorgeworfen? Die Thematik jetzt mit Big Mac oder auch mit einem Memo. Ich sehe davon viele Clips auf vielen Plattformen. Die eine Plattform ist etwas intelligenterer als die andere. Beispielsweise YouTube-Kommentare sind deutlich intelligenter als TikTok-Kommentare. Und das ist auch okay, dumme Menschen muss es geben. Dann wird da runtergeschrieben so, ja, alle Freunde laufen ihm weg. Ich möchte euch nur nochmal daran erinnern, dass meine besten Freunde, die ich habe, Freunde sind, die ich kenne, bevor ich bekannt war. Ich nenne mal als Beispiel jetzt Davide. Davide und ich haben eine Freundschaft, die für Außenstehende vielleicht gar keine innige Freundschaft ist. Ich habe 2 Wochen beispielsweise mit Davide jetzt nicht telefoniert oder 1,5 Wochen. Das braucht unsere Freundschaft auch gar nicht. Wenn wir uns dann wiedersehen oder telefonieren, dann ist es so, als hätte man sich vor einer Stunde das letzte Mal gesehen. Und das ist einer meiner besten Freunde, seit ich 6 bin. Also seit mittlerweile 28 Jahren ist das einer meiner besten und engsten Freunde. Viele von denen, die mir etwas über Freundschaft erzählen wollen, sind nicht mal halb so alt, wie diese Freundschaft es ist. Und nur weil ihr mitbekommt, dass Freundschaften in die Brüche gehen öffentlich, heißt das ja nicht, dass sich jeder meiner Freunde von mir distanziert oder dass ich keine Freunde mehr habe. Die Freundschaft zu Davide, nur mal als doofes Beispiel, ist eine Freundschaft, von der ihr gefühlt nur 3% mitbekommt. Denn Davide hat weder Facebook, Davide hat weder Instagram, noch hat er YouTube. Das Einzige, was der hat, ist WhatsApp. Das war's. Anderes Beispiel. René. Nur weil man uns nicht mehr zusammen in jeder dritten Instagram-Story sieht wie früher, heißt das aber nicht, dass wir nicht mehr befreundet miteinander sind. Ganz im Gegenteil. Aber wir werden auch alle älter. Jeder wird in einer gewissen Art und Weise etwas selbstständiger. Erwachsener, mehr Verantwortung, weniger Zeit. René macht sein Ding auf Twitch und auf Instagram und nur weil ihr vieles von dem, was passiert, nicht mitbekommt, heißt es nicht, dass diese Leute nicht mehr in meinem Freundeskreis sind. Es tut mir ein wenig in der Brust weh, wenn Leute sagen würden,
Meine Freunde würden sich von mir distanzieren, denn es ist gefühlt halt einfach ein absoluter Disrespekt. Ist Big Mac jetzt weg vom Fenster? Big Mac hat mir geantwortet. Ich werde jetzt nicht auf die genauen Nachrichten eingehen. Er hat mir eine Nachricht geschrieben, nachdem ich ihm zweimal noch geschrieben habe: Du, Diggi, was ist jetzt los? Ich kann euch nur so viel sagen, und das hat er auch in der Nachricht verlangt, mäßig. Er hat gesagt, dass ich bitte im Stream klarstellen soll, dass es meine Entscheidung war, ihn zu bannen. Und ja, es war meine Entscheidung, ihn zu bannen. Und es ist eine Entscheidung, zu der ich auch immer noch stehe. Das eine ist, wie ich und Big Mac uns verstehen. Und ich verstehe mich gut mit Big Mac. Und ich mag ihn auch immer noch gerne. Das andere ist, wie er sich zu, und da muss ich auch ein wenig Chef sein, wie er sich zu verhalten hat als mein Mitarbeiter, als meine rechte Hand im Chat. Er kann denken und machen, was er möchte. Die Gedanken sind frei. Er kann privat machen, was er möchte. Kein Problem. Aber als mein Mitarbeiter, als meine rechte Hand in meinem Stream hat er sich auch so zu verhalten, um mir als Person und als Mensch des öffentlichen Lebens nicht zu schaden. Das beinhaltet auch das Wort Freundschaft. Ich möchte Big Mac nicht bannen und ich möchte Big Mac hier auch nicht ausschließen. Und das ist der Fakt immer noch. Wenn er immer noch der Meinung ist, dass Aussagen wie zum Beispiel, und eigentlich hätte ich ihn da schon permanent bannen müssen, Aussagen wie in einer Religionsdiskussion, beziehungsweise wo wir über Religion geredet haben, eine Aussage, die er dort getätigt hat, nämlich, bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Aussage war. Ich habe zwei Sachen im Kopf. Wer an Gott glaubt, ist dumm. Oder war die Aussage, wer gläubig ist, ist dumm. Ich weiß nicht mehr, eins von den beiden. Eigentlich hätte ich ihn in dem Moment schon permanent bannen müssen. Die Leute, die jetzt reinschreiben, seine Meinung halt. Ihr habt recht, es ist seine Meinung. 100%. Und diese Meinung kann er auch haben. Das eine ist aber, was man für sich als Meinung hat. Und das andere ist seine Meinung, die er in einen Chat reinschreibt. Ich habe mich informiert. Auch nochmal für mich. Mit so einer Aussage auf der Plattform Twitch kann ich gebannt werden. Wenn wir hier über Religion diskutieren würden und ich würde in meinem Chat zu meinen Zuschauern sagen, wer an Gott glaubt, ist dumm. Damit beleidige ich jeden gläubigen Menschen da draußen. Ich könnte dafür gebannt werden. Denn Twitch, seine Politik ist, dass jeder Mensch, egal wo er herkommt, was er liebt, was er macht, solange er sich nicht strafbar macht und ähnliches, willkommen ist. Und wenn ein Zuschauer bei mir im Chat zuschaut, der gläubig ist und ich sage, was ja nicht so ist, aber ich sage, wer an Gott glaubt, ist dumm, dann fühlt er sich auf der Plattform nicht willkommen. Und so eine Aussage, liebe Leute draußen, die jetzt auch mir in den Chat reingeschrieben haben, ist seine Meinung. So eine Aussage in dem Kontext, das kann man anders ausdrücken, okay, aber das kann ich nicht dulden. Und auch das Thema beispielsweise mit Memo. Guck mal, ich habe nie öffentlich etwas zu der Thematik mit Memo gesagt. Nie. Ich habe immer gesagt, ich wünsche Memo das Beste, viel Gesundheit für ihn und seine Familie. Und ich hätte bis heute genau das weiterhin gesagt, weil es auch so ist, weil ich das so empfinde. Was privat passiert ist, bleibt privat. Er hat betrunken angefangen zu reden und daraufhin habe ich etwas gesagt. Und mir vorzuwerfen, dass die Freundschaft mit Memo kaputt gegangen ist, weil ich geldgeil wäre oder. Ihr bekommt doch nur das mit, was irgendwie im Internet verbreitet wird. Ich könnte noch viel mehr erzählen, ich mache es aber nicht, weil es privat ist und privat bleibt für mich privat. Ich möchte euch eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben, okay? Sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Im Leben passiert es, dass Menschen kommen und gehen. Bin ich traurig, dass die Freundschaft mit Memo nicht mehr vorhanden ist? Ja, natürlich. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Denke ich jetzt jeden Tag daran, wie gerne ich die Freundschaft wieder zurückhaben wollen würde? Nein. Wäre ich zutiefst gebrochen, einen Freund zu verlieren, den ich seit ich 6 bin kenne, wie zum Beispiel einen Davide? Auf jeden Fall. Würde ich jeden Tag an Davide denken, wenn ich mit ihm Streit hätte? Auf jeden Fall. Man muss ganz klar differenzieren und auseinanderhalten, was eine Freundschaft in einem auslöst, die vielleicht seit 2 Jahren vorhanden ist, oder wirkliche Freunde, beziehungsweise Freunde, die man seit 20 Jahren kennt. Freunde kommen und Freunde gehen. Das ist einfach so. Und dann kommt halt auch einfach nochmal dazu, Dinge oder Freundschaften, die auch übers Internet entstanden sind, beziehungsweise im Internet präsent sind, nochmal anders wahrzunehmen sind als Freundschaften, die ihr vielleicht habt, die halt aber gar nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Pferdepimmel Simon ist ein langjähriger Freund von mir. Pferdepimmel Simon kenne ich seit ich 15 oder 16 bin, also über die Hälfte meines Lebens. Mit Pferdepimmel Simon habe ich immer mal mehr, mal weniger zu tun gehabt, kam immer darauf an, in welchen Situationen wir im Leben waren. Was auch normal ist. Der eine fängt eine Ausbildung an, der andere ist noch arbeitslos. Der Arbeitslose hat viel mehr Zeit als der, der in der Ausbildung ist. Und wenn man älter wird, und als Beispiel jetzt bei Simon,
der lernt eine Frau kennen. Und ehe man sich versieht, ist der alte Homie von früher, mit dem man den einen oder anderen Bonkopf geflutscht hat, hat er auf einmal zwei Kinder, Digga. Er hat eine Frau, er hat ein Haus, er hat zwei Kinder. Und normal ist es doch, es ist ganz normal, dass auf einmal eine Freundschaft, die, wo man sich gefühlt jeden Tag 5 Stunden gesehen hat, eine andere Freundschaft wird, wenn dein Kollege auf einmal 2 Kinder bekommt. Und wenn diese Freundschaft dann noch in der Öffentlichkeit stattfindet, sprich, immer wenn man unterwegs ist, Instagram-Stories hier, Instagram-Stories da, dann ist doch auch klar, dass auf einmal der Kollege als Beispiel, jetzt Pferdepimmel Simon, nicht mehr in meinen Storys so viel zu sehen ist oder gar nicht mehr, weil er halt einfach mit der Familie, mit seinen 2 Kindern extremst beschäftigt ist und vielleicht dann, wenn man sich mal sieht, auch mal das Handy einfach beiseite tut und sagt, Digga, ich freue mich so, dich zu sehen, scheiß mal auf Handy, lass Handy weg, lass einfach entspannen, chillig Mann und einfach einen Deep Talk führen, whatever. Für Leute, aber für euch oder viele von euch sieht das dann so aus, ja, ihr habt ja keine Freundschaft mehr, alle distanzieren sich von dir, bla bla bla. Aber das ist der Zahn der Zeit, Digga. Wenn man älter wird, hat man andere Dinge im Kopf. Das Leben fängt an, du hast mehr Verantwortung. Du musst Rechnungen bezahlen, du musst arbeiten gehen. Du hast auf einmal ein Kind zu Hause, was ernährt werden möchte, Liebe von dir bekommen möchte. Wenn es größer wird, auf den Spielplatz will oder whatever. Das ist halt so. Warum sagt es dann auch Carsten in einem Clip? Also, Elotrix war in einem Clip sauer darüber, dass ich ihm eine Donauwall gegeben habe. Und das war auch etwas, wo da ein unkorrektes Verhalten von meiner Seite aus war. Wallabila, sobald ich hier sitze, frag Carsten in seinem Stream, wer in den Phasen, wo er kein YouTube gemacht hat, in den Phasen, wo er down war, in den Phasen, wo er nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, frag ihn die 3 Leute, die ihm einfallen, oder die 2 Leute, die ihm einfallen, die am häufigsten gefragt haben, wie es ihnen ging und angerufen haben. Und Wallabila, er wird meinen Namen sagen. Ich bin nicht perfekt, Digga. Ich habe eine lange Zeit eine Krankheit mit dem Handy gehabt und war damit überfordert, dass ich am Tag 40 Nachrichten bei WhatsApp bekomme von Leuten, die mir nicht wichtig sind, beziehungsweise ich habe das Handy eher als Störfaktor genommen und habe leider es nicht hinbekommen, zu sortieren in meinem Kopf zwischen, das ist jetzt wichtig und das ist nicht wichtig. Ich habe das Handy einfach beiseite gelegt für 2 Tage und habe niemanden geantwortet. Nicht mal meiner eigenen Mutter, Digga. Ich arbeite daran. Ich arbeite an mir. Ich versuche mir am Tag 1 oder 2 Mal die Zeit zu nehmen für 1/2 Stunde und wirklich die Nachrichten abzuarbeiten, die Telefonate abzuarbeiten, die reinkommen. Das fällt mir schwer, sage ich euch ganz ehrlich. Ich nehme das Handy gerne in die Hand und scroll für 20 Minuten bei TikTok durch oder bei Instagram, weil das eine Art von Entspannung dann für mich ist. Aber es fällt mir extrem schwer, mir wirklich die Zeit zu nehmen, konzentriert in Anführungszeichen und sowohl Freunden, Business-Nachrichten und dauerhaft abzuarbeiten. Aber ich arbeite an mir, Digga. Ich arbeite an mir. Hast du auch 170 ungelesene Nachrichten wie Trimax? Ne, 170 werden es nicht sein. Vielleicht sind bei ihm auch Gruppenchats drin, ich weiß nicht. Ich habe aktuell ungelesene Nachrichten bei WhatsApp 105. Und ich habe gerade erzählt, ich arbeite dran, allen zu antworten. Ja. 58 Anrufe in Abwesenheit. Sind das alles Leute, die du kennst? Du meinst die Nachrichten bei WhatsApp? Ja, na klar. Deswegen, abschließend, sowohl Freunde wie Elotrix als auch andere Leute, die man vielleicht nicht aus dem Internet kennt, haben oftmals das Problem mit dem Onkel Monty gehabt, dass sie mich angerufen haben, mir geschrieben haben und ich einfach nicht zurückgeantwortet habe. Und das tut mir auch wirklich leid, weil ich selber weiß, wie es sich anfühlt, jemanden zu schreiben und eine Donauwall zu bekommen. Ich versuche daran zu arbeiten. Aktuell bin ich auf einem guten Weg, habe ich das Gefühl für mich, weil ich auch, und ich sage euch auch, was mich da zum Nachdenken gebracht hat, solche Aussagen wie, ich nenne jetzt nur ein doofes Beispiel, ich rufe Kollege XY an und sage, Diggi, geiles Event hattest du da, aber warum hast du mich da nicht eingeladen, beziehungsweise warum hast du nicht gefragt, warum ich nicht vorbeikomme, so. Alle Jungs von uns waren da, aber irgendwie hast du vergessen, mich zu fragen oder so? Und dann eine Antwort, ach so, ja, du kommst doch sowieso nie auf Events oder whatever. Oder wenn ich dich mal gefragt habe, hast du mir nicht geantwortet, haben mich zum Nachdenken gebracht, weil ich möchte nicht sowohl von realen Kollegen als auch von Leuten, die ich im Internet kennengelernt habe, wahrgenommen werden als der, der nie antwortet oder keinen Bock hat, irgendwo hinzugehen. Das war eine Zeit lang so, dass ich gefühlt mich schwer getan habe, überhaupt einen Stepper aus der Haustür zu machen, beziehungsweise habe mich schwer getan, damit auf irgendwelche Events zu fahren und auch mal eine Nacht nicht in meinem Bett zu schlafen. Das ist mittlerweile anders geworden. War schon immer so, ja? Ja, da hast du recht, aber es ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile habe ich wirklich Bock, rauszugehen. Ich habe wirklich Bock, was zu erleben. Ich meine, ich bin letzte Woche 1000 Kilometer für einen Termin nach Köln gefahren. 10 Stunden Autofahrt an einem Tag. Das hätte ich früher nie gemacht. Nie.
Ich hätte mir eher eine Gurke in den Arsch stecken lassen, als das zu machen. Oder dass ich mal für eine Woche nach Berlin fahre und dort in einem Hotel penne. Oder früher wäre immer bei mir gewesen, ich fahre nach Berlin, habe meinen Termin, fahre am selben Abend zurück. Es wäre nicht für mich in Frage gekommen, mal ein oder zwei Nächte da zu bleiben. Nie. Als ich zum Beispiel beim Fußball-Event von Trimax zugesagt habe, hat er mir gesagt, boah, geil, dass du kommst, finde ich voll cool und so. Und dann habe ich mir so gedacht, hä, wieso ist das so, wieso sagt er das so? Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich sehr viele Events früher so abgeblockt habe und auch gewisse Dinge bereut habe. Dass ich zum Beispiel beim Angelcamp 2.0 nicht da war oder auch beim Mittelaltercamp. Klar, zu dem Zeitpunkt beim Angelcamp 2.0 war es halt einfach gerade so, dass zum Beispiel der Grund, nur nochmal für euch, ich habe es ja schon mal gesagt, der Grund, warum ich zum Angelcamp 2.0 nicht gefahren bin bei Knossi war, weil ich wusste, dass er Memo auch eingeladen hat. Und ich will nicht Memo sagen, er hätte da nicht hinfahren sollen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit Memo einfach keinen Kontakt gehabt. Und das war gerade so die Anfangsphase, wo wir getrennte Wege gegangen sind. Und ich wollte einfach, ich habe einfach für mich entschlossen, ich vermeide es, ihm dort zu begegnen. Und deswegen habe ich zu Knossi gesagt, ich komme nicht. Ich habe keine Begründung genannt. Ich wollte aber auch nicht sagen, jo, ich komme nicht, weil Memo kommt dahin und wir haben gerade aktuell keinen Kontakt. Und ich möchte nicht da irgendwie in gezwungenem Modus auf einmal ihm über den Weg laufen, so mäßig, und whatever vor der Kamera bla bla machen. Aber ich hatte gar keine Lust, dass das überhaupt eine Thematik wird und es dann vielleicht auch in Memos Richtung heißt, ah, du kannst doch nicht kommen. Und dann fragt er sich, ja, warum? Und dann sieht er, dass an dem Tag, wo er kommen wollte, ich dann da bin. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen bin ich auf minimalistische Konfrontation gegangen, nämlich gar keine, und ich habe einfach gesagt, ich komme gar nicht. Aber Onkel Monte ist älter geworden, Onkel Monte ist weiser geworden, Onkel Monte hat sich entwickelt sich, und ich glaube, viele von euch haben das auch, die mich aktiv verfolgen. Gerade dieses Jahr habe ich für mich selber auch so eine krasse Wahrnehmung für mich selber entwickelt, eine krasse Selbstreflexion und eine krasse Weiterentwicklung menschlich, wo ich sehr stolz drauf bin. Also ich mag mich aktuell so, wie ich bin, wirklich gerne. Liegt natürlich auch an meiner neuen Kauleiste, so, keine Frage. Aber ich bin aktuell so, wie ich bin, mit mir ganz gut zufrieden. Und ich freue mich darüber, dass ich offener bin für Events. Oder scheiß mal auf Events, für Einladungen von Kollegen, die etwas am Start haben. So, es wird immer so sein, dass ist so, Knossi, wenn Knossi mich einlädt zu irgendeiner Party, wo viel Alkohol getrunken wird, wo Leute betrunken sind, da werde ich nicht hinfahren, egal wie sehr ich mich weiterentwickle. Da habe ich keinen Bock drauf, auf betrunkene Leute, das wird immer so bleiben. Oder auch im Mykonos-Urlaub beispielsweise, wo ich weiß, dass deren Hauptaufgabe ist, sich abends zu besaufen und auf Party zu gehen. Das ist etwas, was ich einfach nicht fühle, weil Alkohol einfach etwas ist, was ich aus meinem Leben verbannt habe und ich auch keine Lust habe, so krass mit Leuten, die betrunken sind, abzuhängen. Das Gleiche gilt beispielsweise aber auch für Situationen jetzt in Deutschland. Wenn ich mit Ron abhänge, so Ron und ich sind Homies, also wenn ich merke, dass Ron aufdreht und ich merke, sein Ziel ist es, sich richtig einen reinzuzischen, dann sagt Onkel Monte, wiederschauen und reingehauen. Drop mal eine Weisheit fürs Leben. Eine Weisheit fürs Leben. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Mein Lieblingsspruch, meine Lieblingsweisheit ist, haben ist besser als brauchen. Oder noch eine ganz wichtige Lebensweisheit, mit der kommt ihr im Leben super voran. Arschbohrer sind wichtig und richtig.